Schon gehört, Angela Merkel bekommt eine besondere Ehre, die nicht einmal Willy Brandt oder Helmut Schmidt zuteil wurde. Sie bekommt den höchsten Orden der Bundesrepublik Deutschland als Auszeichnung für ihre Verdienste um ihr Land. Diesen Orden haben vor ihr gerade einmal Konrad Adenauer und Helmut Kohl bekommen. Konrad Adenauer, der zweifelsohne ein wichtiger, bedeutender Staatsmann war, der Deutschland wieder auf die richtige Schiene der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, aber vor allem auch des Wirtschaftswachstums gesetzt hatte und auch der europäischen Einigung. Und später dann Helmut Kohl, der die Wiedervereinigung Deutschlands tatsächlich auch politisch mit zu verantworten hat. Beides in diesen Bereichen große Staatsmänner. Von einer großen Staatsfrau kann man in der Tat bei Angela Merkel nicht sprechen. Sie hat Deutschland vor die Hunde gehen lassen und eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen. Sie hat die Rechtsstaatlichkeit eben von Konrad Adenauer aufgebaut, komplett gesprengt durch ihre massenhaft geduldeten Verstöße gegen etwa den Maastricht-Vertrag, andere europäische Verträge, aber auch gegen das deutsche Grundgesetz. Mit ihrem massenhaften Import von illegalen Migranten, mit ihren massenhaften Geldzusagen für Pleitestaaten in der Europäischen Union, die uns eigentlich gar nichts angehen, wofür wir aber als deutsche Steuerzahler bitterlich zu bezahlen haben. Mit ihrer Destabilisierung Deutschlands durch ihren völlig irren Atomausstieg, den sie mal plötzlich Kraft ihrer Wassersuppe verkündete und gleichzeitig der Abhängigmachung von fossilem Erdgas aus Russland, die sie auch zu verantworten hat. Die Liste ihres Versagens. Ich könnte noch die dekonstruierte Bundeswehr, den Ausstieg aus der Wehrpflicht aufführen. Ich könnte ihre miserable Wirtschaftspolitik, ihre völlig überhöhten Steuern aufführen. Ich könnte aufführen, wie viele Menschen im Nachgang auch der Agenda 2010 Reformen von Gerhard Schröder, die sie ja weitergeführt hat, ihr Hab und Gut verloren haben. Viele Dinge könnte ich aufführen. Aber eines wissen wir sicher. Diese Frau, ja, sie war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, aber sie hat nichts geleistet, was unser Land vorangebracht hätte. Sie hat unser Land eher in den Ruin getrieben und dafür verdient man keinen Orden, sondern eigentlich vor Gericht gestellt zu werden für diese ganzen Verstöße gegen die Stabilität und das Fundament der Bundesrepublik Deutschland. Aber die Auszeichnung wundert wenig, wenn man sich ansieht, wer sie verleiht. Das ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der gerade in solchen Handlungen beweist, dass er eben kein überparteilicher Vater der Bundesrepublik Deutschland ist, sondern ein ganz kruder Parteisoldat, der als Dankeschön für viele Jahre große Koalition und eine definitive Linksverschiebung der politischen Landschaft in Deutschland diesen Orden an der aus meiner Sicht größten Verräterin des Landes verleiht.